Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Ich habe mein Guide aufgemacht. Und wir machen einfach nochmal alle Dinge aus, die ich so finde. Und wenn ich dich hier wieder ausmache, müssten die anderen beiden gehen. Vielleicht klappt es doch so schon. Also Schalter 0 ist ja hier vorne. Geradeaus laufen, bis man zu einem Gang, der nach links führt, kommt. In diesem Gang den ersten Schalter drücken. Das ist der hier. Jo, passt schon. In der rechten Wand. Warte mal, was? Bin ich jetzt hier schon wieder? Ne, ich bin hier reingelaufen. Hier. In den Gang laufen, an der rechten Wand. Das passt auch. So, dann nicht den da hinten drücken. Bringt nichts. Dann verpasst man ein paar Goodies. Okay, ist mir egal. In diesem Level bekommen wir übrigens auch die Uzi, habe ich gerade gelesen. Und wir haben die, glaube ich, schon verpasst. Das ist zumindest Munition dafür. So. Dieser Schalter wird die Türen zu den Schaltern 2B und 2A öffnen. Den Vorgang zurücklaufen und nach rechts abbiegen. Dort den linken Schalter 2A drücken. Okay, dann machen wir das. 2A. Den linken Schalter. Das heißt, dann machen wir 2B wieder aus. Und jetzt... ja. Nun den Gang gegenüber laufen. Ja, habe ich. Am Ende des rechts. Dort finden wir einen Schalter 3. Das habe ich auch gemacht, anscheinend. Diesen betätigen, um die Tür links in der Kammer mit den zwei Schaltern zu öffnen. Okay. Ja, das ist das hier, was ich schon gemacht habe. Kleines Mepack, dann. Ach, ich muss den wieder ausmachen. Ah, ich verstehe. Okay, ich habe schon wieder ein Geräusch gehört, was mir nicht gefällt. Und dann tippt mir, dass ich jetzt... Nein, muss ich immer noch nicht. Vielleicht... Ach doch, der hier. Hier waren wir noch nicht. Ich habe übrigens das Level komplett anders gemacht als der Guide. Also der Guide ist zuerst irgendwo anders hingelaufen. Ist das einfach nur ein random Typ? Oder brennt's hier? Okay, der brennt es. Ich wollte schon sagen, was mit hier so ein random Typ drin? Okay, hier ist nur MP5-Munition, das gefällt mir gut. So. Hier sollte noch irgendwo... Ach, das kleine Impact, das war, glaube ich, das, was wir eben gerade schon hatten. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, ja. Da ist so ein Typ. Hier sind so ein Feuer. Hier sind mehr Typen. Okay, das ist creepy. Sehr sogar. Gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, hier sind... Was bist du? No. Gehören hier die Sachen rein, die ich brauche? Wahrscheinlich nicht. Die brauche ich wahrscheinlich für die Antarktis oder so, wo wir hin müssen. No. Wahrscheinlich hätte ich hier diese ganzen Dinger, also in dem Level gibt es anscheinend ein bisschen was zu finden, hätte ich wahrscheinlich suchen sollen und hier dann reinstecken sollen. Ich habe es natürlich falsch gemacht, weil ich einfach irgendwo random lang gelaufen bin. Okay, da ist auf jeden Fall Boden, der kaputt geht. Muss ich jetzt nochmal zurücklaufen? Mist. Oder ist hier noch irgendwas? Also hier ist hier auf jeden Fall kaputter Boden. Ich glaube, hier bin ich schon rübergelaufen. Wir können mal gucken, was hier drin ist. Okay, da sind so Stacheln drin. Das klingt nicht so spaßig, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir Besseres vorstellen. Den Plumber lassen wir liegen, weil ich glaube, wir haben sowieso fast... Oder wir haben Full Life. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel, zwei Schlüssel. Also ich denke mal, so Schlüssel sind, weil ich irgendwas von Schlüsseln gelesen habe. Da können auch irgendwelche Edelsteine sein. Die gibt es auch noch. Gut, also ist das hier nicht das, was wir vorhaben erstmal. Die Schlüssel einsetzen. Ja, die haben wir noch nicht. Danke, Guide. Okay, das heißt, wir müssen uns erstmal umgucken, was wir jetzt noch tun können. Eigentlich will ich zum Anfang zurück. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo der war, weil da war irgendwie noch Uzi-Munition, da wir die Uzi bekommen. Und die Uzis eigentlich auch in Tomb Raider immer ganz cool waren. Würde ich die ganz gern haben wollen. Ich habe gerechnet, dass ich den Schalter da wieder ausmachen soll.
So, dann erstmal aus diesem Wasser raus. Speichern wir mal kurz. Und guck mal hier weiter nach rechts unten. Wahrscheinlich wären wir einfach nur tot gefahren, aber sicher, sicher. Nein, danke. Also wenn das auch schon so komisch leuchtet, gehe ich da gar nicht erst hin. So, hier waren wir. Hier waren wir, da waren nur der Schläger drin und da vorne war ein Plumbob drin. Nach oben sollten wir vermutlich auch nicht gehen. Wahrscheinlich soll man nur hier reingehen und das war's dann. Da geht's dann diesem Tempel, haben die das hier genannt, weiter. Ja. Das hier ist tatsächlich das zweite Secret, was ich finden sollte. Also, ein geiles ist das zweite Secret. Ich hab's ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich da runterrutsche. Aber gut. War zu erwarten, nachdem es so eine Schräge ist. Schade, dass die Rolltreppe nicht funktionieren. Das scheint ja auch irgendwie so eine altertümliche. Das ist nicht altertümlich, das ist ein schlechter Begriff. Eine ältere? Oh, hier ist noch ein kleines Medipack, gut zu wissen. Eine ältere U-Bahn-Station zu sein. Das Wort habe ich gesucht. Kommen wir hier noch lang? War ich hier schon? Ah, von hier bin ich gekommen. Ah, ich verstehe. Okay, und wo ist jetzt hier das, die Goodies, die ich sammeln sollte? Von hier bin ich ja gekommen. Irgendwo hat jemand gesprochen von Uzi-Munition. Ich hätte gerne Uzi-Munition. Wasser hier vielleicht? Ne, auch nicht. Hm. Weil die Gewehrmunition habe ich mir geholt. Ich habe es leider nicht so genau gelesen, weil ich dachte, das dauert sowieso erst mal ein bisschen. Wir können da ein bisschen mehr machen. Ich habe mir eigentlich nur den Weg durchgelesen. Also, ich hab wenig mal durchgelesen. Ich habe angefangen zu lesen und habe gesehen, Schalter X. Ich glaube, das ist besser. Also, Schalter 1, 2, 0 und so. Das ist dann besser, wenn ich das dann nebenbei auch gleichzeitig auch mache. Ja, okay. Hier oben sind wir lang geklettert. Ich tippe mal auf, da könnte es hier oben auch irgendwo sein. Okay. Das klappt nicht. Aber es ist ein lustiger Effekt. So. Ich dachte, Lara hält sich jetzt irgendwie fest, aber sah kurz so aus, als würde sie es nicht machen. Und einmal hochklettern, bitte. Problem ist auch, dass das halt so ein altes Spiel ist und halt auf Vollscreen-Modus ausgelegt ist und ich halt nicht einfach mal so ganz schnell raustappen kann. So praktisch einfach nur meine Maus rüberfahren, dass ich dann scrollen kann. Oder geht das? Ne, geht leider nicht. Okay, das da vorne sieht auch noch irgendwie wichtig aus. Und hier hinten könnte die Uzi-Munition sein, die ich verpasst habe. Ne, das sind Flares, okay. Wir müssen ja erkunden. Tomb Raider 2 habe ich ja, glaube ich, alle Secrets komplett nach Guide mal gespielt, weil ich dann sowieso nichts gefunden hätte sonst. Aber hier bin ich ein bisschen mutiger und erkunde auch mal sowas. Ach, vielleicht das irgendwie rausziehen? Oder schieben. Kann ich es nochmal ziehen? Nein. Was hat das jetzt genau getan? Weil gefühlt, also da ging es ja gerade nochmal rein. Ich weiß auch nicht wohin. Hat das hier jetzt irgendwas geändert? Nee. Hä? Bin ich gerade ein bisschen zu blöd, das zu verstehen? Okay. Also ich kann das hier nicht nochmal rausziehen, das verstehe ich richtig, ja. Obwohl, theoretisch könnten wir das auch hier ranziehen. Aber was habe ich hier für einen Vorteil dafür, dass ich einen Schritt rausziehen kann? Okay. Das lässt mich darauf fallen. Kann sein, dass das auf der anderen Seite genauso und dass das Leiter fungiert und ich jetzt da, dass ich jetzt runterfallen könnte?
Genau. Ich will aber erstmal den normalen Weg gehen, aus der Sicht hier auch, damit ich mal weiß, wo genau ich da überhaupt lande. Und ob ich da überhaupt lande, wo ich denke, dass ich lande. Au. Das war mein Fehler. So, dann war es, glaube ich, hier hoch, ne? Oder war es runter? Ne, es müsste hier gewesen sein. So, hier bin ich normal raufgefallen. Und hier habe ich mir jetzt das Ding hingezogen. Damit kann ich wahrscheinlich zu dem großen Medipack. Das könnte sein. Jetzt kann ich mich hier fest. Das macht Sinn. Dann können wir jetzt hier hoch. Gucken, was hier oben ist. Und da ist nichts mehr. Au. Jetzt sind wir hier drin. Okay, und jetzt können wir hier runter. Und landen dann in dem Ding. Und hier ist... Was ist hier? Ein Schlüssel? Gucken wir mal. Maintenance Key. Okay, der Wartungsschlüssel. Der ist auch irgendwie... Wichtig, den habe ich gelesen, dass der oben irgendwo stand. Aber es sagt mir jetzt immer noch nicht, was ich jetzt überhaupt vorhab mit der Uzi-Munition. Okay, das macht das hier wahrscheinlich auf. Die Tür einfach nur, dass wir zurückkommen. Das verstehe ich gerade noch so. Was ich nicht verstehe, ist, warum Lara immer so weit nach vorne läuft. Okay, sind wir hier. Das hat beide aufgemacht. So, wir wären von hier von hier sind wir gekommen. Von hier rechts, glaube ich. Von hier müssen wir gekommen sein. Das habe ich, glaube ich, gesehen. So. Hier irgendwie hochklettern geht auch nicht. Wir sind, glaube ich, hier runtergelaufen irgendwo. Das führt, glaube ich, beides zum selben. Ja, hier sind wir runtergelaufen. Das große Ding. Das heißt, wir gucken jetzt mal nach hier. Dann wahrscheinlich auch zwei Wege. Okay, das ist wahrscheinlich auch eine große. Ja. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Wo die Uzi-Munition ist, muss ich nochmal in Erfahrung bringen. Okay. Ich tippe auf nicht darauf, dass ich mich hier langhangeln kann. So, dann würde ich das auch gleich mal nutzen, um ganz kurz auf die Pause zu drücken. Und dann die Pause auch gleich wieder auszumachen. Denn ich habe gelesen, dass es einfach nur da oben irgendwo ist und ich habe es bisher übersehen. Anscheinend. Ich meine, da sind ja auch diese ganzen Metallbalken, Stahlträger, das Wort habe ich, glaube ich, gesucht. Und gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. So. Ich glaube, ich kann einfach jede Richtung theoretisch mich hochziehen. Und schon wieder die englische Tastatur angemacht, wie immer. Wieder umgeschaltet. So, ist hier. Ja, da ist schon mal Gewehrmunition. Rechts waren die Flares. Und dann wahrscheinlich könnte hier dann nichts sein. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist der Schläger. Da ist die Uzi-Munition, die ich die ganze Zeit gesucht habe. So. Und dann sollen wir, glaube ich, dahin gehen, wo ich gerade schon war, also mit der U-Bahn spielen. Und da müssen wir dann auch U-Bahn ausweichen anscheinend, worauf ich gar keine Lust habe. Weil die sind wahrscheinlich vollkommen scheiße und hauen mir mega auf die Fresse, weil ich viel zu blöd dafür bin. So, haben wir den ganzen Mist geschafft, haben wir noch Gewehrmunition. Wie viel haben wir jetzt dafür? Ich glaube, pro Gewehrmunition bekommt man wirklich eine Gewehrmunition und nicht so eine ganze Schachtel, wie das Spiel dir sagt. Weil ich habe jetzt, wie viel habe ich gehabt? 16. Und ich habe bestimmt 4 eingesammelt. Und ich hatte vorher 12. Also auf jeden Fall hatte ich 12 vorher. Es kann sein, dass ich jetzt nur 2 eingesammelt habe und jeweils 2 Schuss bringe. Was es nicht unbedingt besser macht. Au, das macht ganz schön viel Schaden. Das ist rot, das ist nicht gut. Gott, ey.
Au. Gut, die haben mir gut auf die Fresse gehauen. Was haben wir hier Schönes? Ah, ein kleines Medipack, das nehme ich gerne mit. Aber erstmal speichern, nachdem wir den Scheiß überlebt haben mit der U-Bahn. Was haben wir hier Schönes? Da kommen wir her aus dem Gang unten. Irgendwas leuchtet da grün, was auch immer. Ist hier irgendwas drauf? Nein. Kann ich irgendwas machen? Eher weniger. Da oben sieht das irgendwie verdächtig aus, dass ich mich hier langhangeln könnte. Da könnte ein Plumbob sein. Ich glaube, da ist auch ein Plumbob. Oder ist es nur die Lampe, die leuchtet? Ne, ist ein Plumbob, gut. Muss ich mich gar nicht heilen? Hab ja gut Schaden gefressen gerade. Geil! Wo kommt der auf einmal her? Ich dachte, ja klar, hier wird es irgendwo ein Hund sein und dann ist er auf einmal vor mir. Ja. Ich find's doof, dass man sich hier an Ecken festhalten kann. Ich meine, klar, irgendwo technische Limitierung auch, aber er ist halt zum Kotzen. Ich könnte jetzt schon wieder einen Plumbob gebrauchen. Spiel, kannst du mir nochmal einen geben, bitte? Okay. Ich will erstmal da rein, wenn ich ehrlich bin. Deshalb speichere ich vorher, weil der Sprung wird nicht klappen. Das weiß ich jetzt schon. Und nochmal da hochklettern, habe ich keine Lust. Wieso klappt das denn nicht jetzt? Meine Güte. Dann hol ich es halt nicht. Ist hier was Interessantes drin oder ist hier der Tod? Da ist irgendwas Interessantes drin, glaube ich. Kann ich mir noch einen Doggo, bitte? Ich sehe, dass ich mich hier, dass ich hier hochklettern könnte. Nun, was ist denn das? Also, ich könnte versuchen, hier hochzuspringen. Und dann irgendwie da runter. Das klappt nicht, nein. Gut, ich lade mal kurz, weil ich habe keinen Bock auf das Geräusch gerade. Und dann gucken wir erstmal, was wir hier tun sollen. So. Hund haben wir beseitigt. Kleines Meepack in der Ecke einsammeln. Auf den Stapel neben der Rampe klettern. Dort den Kristall einsammeln und auf die Kiste sofort zurückkehren. Auf eine Schräge springen. Was? Ich habe gar keine Ahnung. Also von dem Schalter, die sind eigentlich markiert, da stehen wir gerade gar nichts. Naja, egal. Wir gehen da schon irgendwie hin, auch ohne Guide. So, dann machen wir das erstmal hier. Ja, einen Schritt zur Seite, einmal das hier drücken. Bestimmt, ich kann versuchen, mit dem Seitwärtssalto hier irgendwas zu tun, aber irgendwie wirkt das nicht so. Ne, da oben komme ich ja gar nicht hin. Speichere ich mal und gucken, ob das irgendwas bringt, wenn ich den hier so mache. Nein, das macht mir noch ziemlich viel Fallschaden. Ja gut, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was hier der Plan ist. Weil irgendwie wirkt das alles ein bisschen nicht so nach dem, was ich machen wollen würde. Das kleine Medpack eingesetzt, wovon hier gesprochen wurde.
Ist hier noch was anderes? Ne, hier ist absolut nichts. Ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Okay, das klappt alles nicht. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es gefällt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ach, meine Tastatur ist ja umgestellt. Mensch.